Ich grüße dich. Du siehst Teile meines Wohnzimmers und jetzt kommt erstmal Musik. Und zwar als Untermalung für das folgende Video. Wie ihr seht, falsche Kamera, das fängt ja gut an. Wir hören von Herbie Mann vom Album Stoneflute den Titel Flying. Das ist eine Beatles-Coverversion. Und ich zeige euch jetzt ein paar Eindrücke und lese gleich etwas aus der neuen Ausgabe Nummer 16 vom Magazin Lucys Rausch. Etwas abrupt gefadet, aber so. Ich habe mich entschieden für das Interview mit William Leonard Pickard. Es ist hochinteressant, was der Mann zu erzählen hat und was er erlebt hat. Und deswegen möchte ich euch da ein paar Appetithäppchen auf das ganze Interview geben. Bei Interesse bitte, wie gesagt, das Magazin kaufen und somit die Arbeit und die Weiterexistenz unterstützen. Seit der 78 muss ich aufschlagen und nun fange ich an zu sprechen. Ist es leise genug, der Ton? Ich hoffe doch. Ich mache es noch ein bisschen weniger. Eine neue Welle der psychedelischen Revolution. William Leonard Pickard im Gespräch. Der US-Amerikaner William Leonard Pickard gilt in der psychedelischen Bewegung als Legende. Pickard verbrachte 20 Jahre im Hochsicherheitsgefängnis in Tucson, Arizona, angeklagt wegen Verschwörung zur Herstellung von LSD. Er produzierte und veräußerte Abermillionen Dosen des Psychedelikums, die in der ganzen Welt ihre Abnehmer fanden. Im Jahr 2000 war er zu 2 lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Am 27. Juli 2020 wurde William Leonard Pickard aus Gnadengründen wegen seines fortgeschrittenen Alters und wegen seines Gesundheitszustandes aus dem Gefängnis entlassen.
Während seiner Inhaftierung schrieb er, nur mit Bleistift und Papier ausgestattet, sein gewaltiges halbautobiografisches Werk The Rose of Paracelsus 2015. Pickards Fall ist noch immer der größte seiner Art in der Geschichte. Ja, und im Folgenden erzählt er natürlich über seine Zeit in der Haft, über den War on Drugs und ja, was ihn im Gefängnis am Leben erhalten hat, über das Schreiben des Buches, über die Verbreitung des LSD. Und es gibt ja viele interessante Aspekte. Hier picke ich nochmal eine Sache raus. Du sprachst eben von der Renaissance, die wir zurzeit erleben. Siehst du denn auch Gefahren in dieser Entwicklung? Ich bin froh, dass du das fragst. Man könnte mich als eine Art wilden Westküsten-Hippie betrachten. Vermutlich bin ich für hunderte von Millionen Dosen LSD verantwortlich und daher in den Augen vieler ein Liberaler. Ich möchte jedoch ein Wort der Warnung aussprechen. Wir sehen im Rahmen der psychedelischen Renaissance einen großen Zustrom von Individuen. Kapitalisten und Unternehmen, sprich von Menschen, die das alles akzeptieren, solange es Mainstream und am besten in bare Münze umzuwandeln ist. Diese Leute sind erst seit kurzem dabei und haben vielleicht noch nicht viel persönliche Erfahrung mit diesen Substanzen. Sie erkennen wahrscheinlich die Stärke und Tiefe der subjektiven Veränderungen nicht, die man in außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen erleben kann. Es ist durchaus möglich, von einem zunächst unbeschwerten Gefühl in eine tiefe, lebensverändernde, seelisch schwierige Konfrontation mit Gott zu geraten. Natürlich ist das alles dosisabhängig. Ich bin mir daher nicht sicher, ob der große Zustrom neuer Menschen, die plötzlich Teil der psychedelischen Bewegung sind, sich der Bandbreite der subjektiven Phänomene bewusst ist oder ein Verständnis für die Kraft dieser Stoffe hat. Ich bin besorgt über die sich weltweit verbreitende Anwendung dieser Substanzen, auch über die medizinische Nutzung. Ich möchte dir in diesem Zusammenhang einen großen Unterschied zwischen den 60er Jahren und heute aufzeigen. In den 60er Jahren wurde dieses Material still und heimlich unter Freunden weitergegeben. Man warnte sich gegenseitig, dass es kein Spielzeug sei und schaute, dass keine psychisch kranken oder destabilisierten Leute an den Stoff kamen. Das Tabu, diese Drogen einer Person mit emotionalen Problemen zu geben, war also ein ungeschriebenes Gesetz. 99% der Menschen, die dieses Material erforschten, waren normale Menschen ohne größere emotionale Probleme, die einfach nur neugierig waren und jung genug, um all diese Veränderungen zu verkraften. Jetzt hat sich das Paradigma komplett verschoben, weil das medizinische Paradigma notwendig ist, um die Zulassung dieser Medikamente durch die staatlichen Aufsichtsbehörden zu erhalten. Allerdings bestehen die Mediziner und Therapeuten darauf, diese Substanzen als Heilmittel für Menschen mit Depressionen, Clusterkopfschmerzen, PTBS und zahlreichen anderen Indikationen einzusetzen. All das ist ganz wunderbar. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man diese Stoffe einem Menschen gibt, der einfach nur über sich selbst lernen will, um Weisheit oder Einsicht zu gewinnen, oder ob man sie einer Person gibt, die ein wie auch immer geartetes medizinisches Problem hat. Die Krux ist, dass manche Patienten unter dem Einfluss solcher Psycholytika mit schwerwiegenden Reaktionen zu kämpfen haben und zum Teil förmlich ausrasten. Während ich also diese Medikamente als wirklich heilend betrachte, sowohl für gesunde Menschen als auch für solche mit schwerwiegenden emotionalen Problemen, denke ich, dass wir in dem Maße, in dem die Zulassungen in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt erteilt und von Behandlungsanbietern mit unterschiedlichem Fachwissen angewandt werden, einige Patientenreaktionen erleben werden, die die derzeitige Euphorieblase in Frage stellen könnten. Ich denke, wir werden in der medizinischen und psychiatrischen Fachliteratur und sicherlich auch in den Medien anekdotische Berichte über unerwünschte Reaktionen im Zusammenhang mit psychedelischer Medizin zu lesen bekommen. Die medizinische und psychiatrische Gemeinschaft hat meinen Segen, denn wir müssen die schrecklichen Leiden der Menschheit mit allen Menschen zu heilen
mit allen Mitteln zu heilen versuchen. Aber wir müssen äußerst vorsichtig sein und die etablierten Paradigmen sehr sorgfältig befolgen, wie auch die Patienten sorgfältig auswählen. Einige sollten ausgeschlossen werden und sich dieser Art von Behandlung nicht unterziehen. Ich denke unterm Strich, dass wir in den nächsten 3-4 Jahren einen kleinen Rückschlag der derzeitigen Begeisterung und Euphorie erleben werden, so wunderbar das alles auch ist. Ich meine, dass wir darauf vorbereitet sein sollten. Das sehe ich auch so. Viele der neu begeisterten Anhänger der Psychonautik denken, dass sie mit Psychedelika einfach alles heilen können, wie mit einer magischen Zauberpille. Das ist wahr. Man sollte dazu sagen, dass diese Begeisterung charakteristisch für die früheren Stadien der Begegnung mit solchen Substanzen ist. Denken wir nur an uns selbst, wie wir früher Psychedelika und Co. kennengelernt haben. Es ging uns genauso. Man erlebt all diese wunderbaren subjektiven Effekte und das erzeugt meist gerade große Begeisterung. Das ist der Aufschwung jeder neuen Drogenwelle. Da herrscht großer Enthusiasmus. Das war auch bei Kokain und MDMA so. Plötzlich sprachen alle von diesen beeindruckenden neuen Allheilmitteln. Doch schließlich folgt immer eine Abflachung, wenn eine große Zahl von Menschen eingeweiht wurde. Und dann beginnen die Probleme. Der Aufschwung endet und die Kurve geht wieder nach unten. Dies ist typisch für die meisten Drogeneuphorien. Der drogenpolitische Analyst Jonathan F. Calkins hat vor einigen Jahren eine großartige Arbeit genau darüber verfasst. Er nahm Ecstasy, also MDMA, als Beispiel. Und seine Arbeit beschreibt die eben erläuterte Kurve und ist auf alle Drogen anwendbar. Ja, so viel aus dem Interview. Ist natürlich wesentlich länger noch, aber ich habe jetzt mal ein paar Sachen rausgepickt. Und hier, gerade wenn wir es gerade sehen, das ist eine sehr empfehlenswerte Kategorie, Eleusis Kompakt von und mit Giorgio Samorini aus den Bereichen Archäologie, Pilze, Pflanzen, ja, wissenschaftliche Entdeckungen oder ähnliches. So, und jetzt Psychedelik im Hinduismus, Seite 28. Das Wort Psycho ist leider häufig negativ konnotiert, da man hier sofort an psychische Erkrankungen denkt. Ein Psycho ist ein geistig kranker Mensch. Nach meiner Auffassung beschreibt die Psyche aber wesentlich mehr. Im Grunde sind nämlich zwei Dimensionen unserer Zeitvorstellung, die wir als Menschen kennen, von der Psyche gemacht. Die Vergangenheit und die Zukunft. Beides sind nur Konzepte, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Unsere Psyche macht das Erinnern an die Vergangenheit und Vorausschauen für die Zukunft möglich. Psychedelika sind nun Stoffe, die den Geist, das Geistige, also die sogenannte Seele, manifestieren, wie der Name schon sagt. Psyche ist die Seele, Delos ist das Manifestieren. Und so eine psychedelische Pflanze ist der Hanf für mich. Nun überspringe ich wieder ein paar Dinge. Und ja, er erzählt eben davon, dass von seinem ersten Kontakt mit Hanf im Ashram und dass die Babas auch LSD bekommen haben und für gut befunden haben. Und du hast einmal erzählt, dass sehr viele Babas, geschätzte 70%, Hanf als Sakrament und Achtsamkeitspflanze verwenden. Weißt du, wie viele Babas auch etwa Erfahrungen mit anderen psychedelischen Pflanzen, Substanzen haben? Ich schätze, dass ungefähr 40% auch mit anderen psychedelischen Gewächsen Erfahrungen haben. In unserer Kultur werden diverse Pflanzenteile wie auch deren Öle in speziellen heilsamen Mischungen zubereitet, zum Beispiel im Rahmen der Ayurveda. Dazu gehören auch zahlreiche psychoaktive Pflanzen. Das Wissen um die Zubereitung und Zusammenmischung und die sich daraus ergebenden pharmakologischen Effekte ist bei den Ältesten und Meistern selbstverständlich wohlbekannt. Und die Meister geben ihr Wissen an die Jüngeren weiter. So erwarb auch ich meine Kenntnis um diese wertvollen Gewächse und deren Wirkungen. Kannst du uns etwas dazu erzählen, wie die psychoaktiven Gewächse von Sadhus auch zur Öffnung des Geistes, also zu spirituellen Zwecken, verwendet werden?
Wenn man Hanf oder andere psychoaktive Organismen korrekt und im Sinne des spirituellen Weges der Erkenntnis gebraucht, wird einem gezeigt, dass alles eine große Einheit ist. Sie bringen dich in Meditation, unterstützen den Yoga-Weg, sie verbinden dich auf direktem Wege mit dem Göttlichen bzw. mit der Erkenntnis des Göttlichen in dir selbst. Die Pflanzen geben uns die Gelegenheit, wieder ein Teil von allem zu werden. Sie sprengen die Grenzen, die ohnehin nur in unserer Fantasie vorhanden sind. Das ist auch nötig, weil sich viele moderne Menschen von der Welt entfremdet haben. Es geht um die Akzeptanz des jetzigen Augenblicks, das Erwachen. Kannst du uns erklären, wie Hindus Psychedelika traditionell nutzen? Psychedelische Pflanzen werden von Hindus schon lange traditionell verwendet, meist im Rahmen von Ritualen, wo diverse Kräuter und Pflanzenteile zusammengemischt werden, um verschiedene Wirkungen herbeizuführen. Diese pflanzlichen Kompositionen werden beispielsweise mit Honig, Ghee oder Wasser angemischt. Eine solche Mischung wird während des Rituals getrunken, um psychedelische visionäre Zustände zu erzeugen. Diese speziellen Blends werden auch als Medizin verwendet, denn eigentlich sind alle psychedelischen Pflanzen auch Heilmittel. Die meditativen Riten wie auch Heilzeremonien werden schließlich bei Vollmond durchgeführt. Das ist unsere traditionelle Art und Weise, Psychedelika für spirituelle Zwecke zu nutzen. Es gibt noch eine Reihe weiterer Gewächse, die in Rauchmischungen mit eingebracht werden. Wie vorhin schon erwähnt, kennen wir auch die psychedelischen Pilze. Auch diese werden rituell verzehrt, ebenfalls meist bei Vollmond. Denn so kann man nach unserer Ansicht am leichtesten sehen, was man erkennen möchte. Dieses Wissen wird seit mehr als 700 Jahren von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Gelten Psychedelika im Hinduismus als spirituelle Katalysatoren, die zum göttlichen Bewusstsein führen? Ja, denn Psychedelika führen dich mit der richtigen Intention in deine eigene Kraft. Sie lassen dich erkennen, wer du wirklich bist, so wie die Meditation. Sie demonstrieren dir im besten Falle deine eigene Macht, die weit über das Weltliche, das Materielle hinausgeht. Sie sind Werkzeuge für das Bewusstsein, um zu sich selbst zu erwachen, das, was landläufig als Erleuchtung bezeichnet wird. Also helfen Psychedelika auf dem Weg der Erleuchtung des Erwachens. Daneben sind sie aber noch mehr. Sie können auch eine ganz praktische Lebenshilfe darstellen, fernab von spirituellen Intentionen, denn sie erwecken die Weisheit in dir. Von daher sind Psychedelika keine Drogen, wie immer gesagt wird, sondern Medizin. Und so sollten wir sie auch verstehen und anwenden. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Und jetzt blende ich noch ein bisschen was von den Comics ein.